das Gewächshaus von Opa Wutz. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Peppa und Schorsch. Schorsch hat einen Ball gefunden. Ah, vorsichtig, Schorsch. Das ist mein Gewächshaus. Die Wände sind ganz aus Glas. Sie sind sehr zerbrechlich. Oh. Fußbälle gehören nicht in die Nähe von Gewächshäusern. Hey, wer wirft hier Bälle gegen mein Gewächshaus? Ah! Wie heißt es noch? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Fußbällen werfen. Du hast zuerst geworfen und beinahe mein Gewächshaus zertrümmert. Das nennst du Gewächshaus? Diesen Haufen kaputter Fensterscheiben? Immerhin reicht's für meinen Tomatenanbau. Mich wundert, dass du in dem Müllhaufen überhaupt was anbaust. Immer noch mehr als du in deiner feinen Glaskiste. Opa Wutz und Opa Kleff sind die allerbesten Freunde. Opa, warum ist dein Gewächshaus aus Glas, wenn doch Glas so schnell zerbricht? Weil ich darin Pflanzen anbaue. Kommt, ich zeige es euch. Diese Pflanzen lieben Sonnenlicht und das Glas lässt das Licht herein. Ui, diese Pflanze riecht ja köstlich. Ach, das ist bloß Basilikum. Oma Wutz hat nur ein paar Samen in den Topf geworfen und schon wächst es. Oh. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein. Ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz. Wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Sehr beeindruckend. Verrätst du mir das Geheimnis, wie man Basilikum anbaut? Also, es ist recht schwierig. Als allererstes musst du... Man wirft ein paar Samen in den Topf und schon geht's los. Du meinst, das Basilikum wächst ganz von allein? Ja. Ist schon Zeit für das Abendessen, Oma? Oh, meine kleinen Schätzchen, ihr habt sicher großen Hunger. Bereiten wir jetzt den Tomatensalat zu. Erst die Tomaten in Scheiben schneiden, ein paar Tröpfchen Olivenöl hinzugeben, eine Prise Pfeffer, ein winziges bisschen Salz und zu guter Letzt diese köstlichen Basilikumblätter. Greift bitte zu. Grandiose Tomaten. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Lecker Basilikum. Verdanken wir meinem Gewächshaus. Das ist der beste Tomatensalat, den ich jemals gegessen habe. Die Hühner von Oma Wutz. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit.
In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hübsches Bett. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz, was denn los? Hallo Peppa, hallo George. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Ah! Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein! Mein schöner Salat! Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel! Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Boah. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günther. Ist Günther ein Hühnerjunge? Ja, Peppa, er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste, kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günther tut keiner Fliege was zuleide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh. Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, George, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht, aber bald gibt es wieder Eier. Oh! Es ist Schlafenszeit für Peppa und George bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günther wird uns wecken. Und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günther! Vielen Dank fürs Wecken, Günther! Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Eier, Oma! Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra! Sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja super leckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Computer von Opa Wutz. Peppa und George besuchen Oma und Opa Wutz. Opa Wutz! Los! Oh, Nanu, ist das eine Kuckucksuhr? Ja, und sie macht Kuckuck, Kuckuck. Aber jetzt ist sie kaputt. Kannst du sie bitte reparieren, Opa Wutz? Wir bringen sie mal in meinen Schuppen. Das ist Opa Wutz Schuppen, in dem er Sachen repariert. Ich werfe mal einen Blick hinein. Mann, Opa, jetzt hast du sie erst richtig kaputt gemacht. Oh, hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck! 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 Hurra!
Kuckuck. Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Peppa und ihre Familie sitzen beim Mittagessen. Ich habe Oma und Opa meinen alten Computer geschenkt. Das ist nett. Meinst du, sie kommen damit zurecht? Hallo, hier Peppa Wutz am Apparat. Oh, Peppa, ich hätte da mal eine Frage. Es geht um den Computer. Es ist Opa. Er hat den Computer kaputt gemacht. Was stimmt denn nicht mit dem Computer, Opa Wutz? Er ist voller Eier. Eier? Vor lauter Eiern sieht man das lustige Hühnchen gar nicht mehr. Ich bin kaputt. Schalte den Computer aus. Und jetzt schalte ihn wieder ein. Hat das geholfen? Ich bin sehr kaputt. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht ist er endgültig hin. Wir kommen vorbei und holen ihn ab. Oma, wir holen den kaputten Computer ab. Oh, Opa Wutz hat ihn in seinen Schuppen gebracht. Ah, so funktioniert's. Ich bin repariert. Hurra! Mein Opa ist der allerbeste Reparierer der Welt. War er schwer zu reparieren? Überhaupt nicht. Ich habe hier ein Buch gefunden. Alles über Computer. Also sollen wir den Computer doch nicht wieder mitnehmen? Nein, ich brauche ihn doch für wichtige Arbeit. Buchstaben- und Zahlenarbeit? Nein, um Oma Wutz bei das lustige Hühnchen zu besiegen. Ich habe 4020 Eier gelegt. Boah! Ihr seht, ich habe viel Arbeit, um das aufzuholen. Der Kürbiswettbewerb. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, es dauert nicht mehr lange bis Halloween, liebe Kinder. Und deshalb möchte ich gerne einen Kürbiswettbewerb mit euch machen. Oh! Habt ihr alle einen Kürbis mitgebracht? Ja! Ich habe meinen Kürbis aus dem Garten. Meine Mama hat meinen Kürbis aus dem Supermarkt mitgebracht. Und mein Kürbis wurde aus richtigem Plastik gemacht. Ich habe meinen Kürbis nicht mitgebracht, weil Opa Wutz ihn nämlich noch wachsen lässt. Gut. Denkt nur alle daran, eure Kürbisse gründlich auszuhöhlen, damit sie heute Abend zum Wettbewerb schön leuchten. Es gibt Preise für alle, die teilnehmen. Opa und Oma Wutz wollen Peppa abholen. Opa Wutz, hast du an meinen Kürbis für den Wettbewerb gedacht? Oh, keine Sorge, Peppa. Dein Kürbis liegt rund und gesund in meinem Gewächshaus. Ist mein Kürbis dann auch groß, Opa Wutz? Oh, ja. Das ist Opa Wutz Gewächshaus. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz! Das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus.
Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar, alle an Bord! Nächster Halt, die Spielgruppe! Ich fürchte, wir müssen leider ohne Peppa anfangen. Aber ohne Peppa macht es gar keinen Spaß. Der Preis für den schönsten Kürbis aus dem eigenen Garten geht an Luzi Locke. Das bin ich. Das macht Spaß. Der Preis für den besten im Supermarkt gekauften Kürbis geht an Pedro Pony. Das bin ich. Nee. Der Preis für den besten Kürbis aus Plastik geht an... Was ist das für ein Lärm? Da! Was ist das? Da ist ein Licht am Himmel. Oh! Das ist ja ein fliegender Kürbis. Das ist Peppas Kürbis. Boah! Hallo! Leider sind wir zu spät. Hallo, Peppa! Sind wir noch rechtzeitig für den Kürbiswettbewerb? Aber natürlich! Der Preis für den besten fliegenden Kürbis geht an Peppa Wutz. Das ist das beste Halloween aller Zeiten. Peppa liebt Halloween. Alle lieben Halloween. Linus Löffel kommt zum Spielen. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Das wird das Beste aus aller Zeiten. Schorsch, Linus Löffel ist da. Schorschi. Linus. Sausia. Sausia. Tschüss, Linus. Ich komme dich dann nachher abholen. Schorsch und Linus sind beste Freunde. Schorsch, Linus. Ihr macht mein ganzes Haus kaputt. Spielt doch bitte was ohne Titschen. Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Fluss. Schorsch und Linus haben das Kinderzimmer in ein Dinosaurierland verwandelt. Ich gehe. Mir ist es zu laut hier. Ich sag Kartoffel. Ich sage Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Das Gute an Regentagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen ansehen kann. Kartoffel. Erdapfel. Kartoffel. Erdapfel. Mama, Schorsch und Linus haben aus unserem Kinderzimmer ein Dinosaurierland gemacht. Und im Dinosaurierland ist es jetzt zu laut. Schorsch hat seinen besten Freund hier und ich habe überhaupt niemanden zum Spielen. Du könntest doch mal Luzi Locke anrufen. Luzi Locke ist Peppas beste Freundin. Kann Luzi wirklich herkommen? Jetzt gleich? Wir rufen sie mal an. Hallo, Luzi Locke am Apparat? Luzi, ich bin's.
Hast du Lust, bei mir vorbeizukommen? Ja, Peppa. Mit meinem Krankenschwesterkostüm? Ja, aber komm ganz schnell. Tschüss denn, Luzi. Ich komme dann... Schnell, Luzi. Später, um dich abzuholen. Schorsch, Linus. Schwester Luzi ist da. Und Schwester Luzi sagt, hier ist kein Dinosaurierland. Hier ist jetzt ein Krankenhaus. Und in einem Krankenhaus ist es immer schön aufgeräumt. Das Kinderzimmer ist kein Dinosaurierland mehr. Es ist jetzt ein Krankenhaus. Ich bin die wichtige Frau Doktor. Dieser Dinosaurier sieht krank aus. Ich stimme Ihnen zu, Frau Doktor. Er sieht schon ganz grünlich im Gesicht aus. Er muss sofort ins Bett. Und dieser Dinosaurier sieht sogar schon ganz lilalich aus. Ja, Frau Doktor. Er muss auch ins Bett. Sofort. Sausia! Shh, bitte Ruhe jetzt. Hier ist ein Krankenhaus. Kopfduff! Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Schluss jetzt! Es gibt keine Eisenbahn im Feenland. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Im Feenland sind aber nur ganz schöne Sachen erlaubt. Warum weint ihr denn so laut? Schorsch und Linus wollen immer nur Dinosaurier oder Eisenbahn spielen. Und wir wollen doch Krankenhaus oder Feenland spielen. Ich sehe gerade, es hat aufgehört zu regnen. Und? Und? Geht doch alle nach draußen zum Spielen. Aber die machen doch nur kleine Jungs-Spiele. Und wir mögen nur Spiele für große Mädchen. Aber wenn es mal so lange geregnet hat, was findet man dann im Garten? Matsche? Pfützen! Und wofür sind Matschepfützen da? Um darin herumzuspringen! Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Egal ob kleine Jungs, große Mädchen oder Mamas und Papas. Salat! Peppa und Schorsch essen heute bei Oma und Opa Wutz zu Mittag. Oma Wutz! Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Habt ihr Lust, Opa Wutz beim Gemüsepflücken zu helfen? Au ja! Opa Wutz! Opa Wutz! Hallo, Peppa und Schorsch! Das ist der Gemüsegarten von Opa Wutz. Er ist ein begeisterter Gärtner. Wer ist das? Sausia! Ein Dinosaurier! Ho, 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 ho. Kommt, wir suchen Gemüse fürs Mittagessen aus. Peppa, wie wär's mit Tomaten? Au ja, Tomaten! Schorsch, magst du auch Tomaten? Nein. Schorsch mag Tomaten überhaupt nicht gerne. Oh je! Mögt ihr zwei Salat? Au ja, Salat! Nein! Schorsch mag auch überhaupt keinen Salat. Oh je! Ich muss doch etwas haben, was Schorsch mag. Magst du vielleicht Gurke? Bäh! Schorsch mag keine Gurken. Er mag keinen Salat und auch keine Tomaten. Also, Schorsch, welches Gemüse magst du denn dann? Schokokuchen! Dummer Schorsch, Schokokuchen ist doch kein Gemüse. Naja, Schorsch mag das Gemüse bestimmt gleich lieber, wenn es erst mal im Salat ist. Oh, leckere Tomaten, Salat und Gurke. Schnell ins Waschbecken damit. Peppa und Schorsch helfen Oma Wutz, das Gemüse zu waschen. Das dürfte sauber genug sein. Oma Wutz hat einen Salat aus dem Gemüse gemacht. Opa Wutz, rufst du alle zu Tisch, bitte? Essen! Oma Wutz hat eine Pizza gebacken. Und hier ist Salat.
aus Opas Tomaten, Salat und Gurke. Dann haut mal rein! Schorsch hat seine Pizza aufgegessen, aber nicht die Tomate, den Salat und die Gurke. Oh je, Schorsch, magst du deinen Salat nicht? Nein. Schorsch, probier ein bisschen von der leckeren Tomate. Bäh. Schorsch, das hier ist Gurke, aus Opas eigenem Garten. Bäh. Versuch ein Salatblatt, Schorsch. Es ist köstlich. Oh, na, na, Schorsch. Schau mir doch mal zu. Jetzt ist es ein Saurier. Saurier. Schorsch mag Dinosaurier. Sogar wenn sie aus Salat sind. Er isst alles auf. Du isst ja alles auf. Möchtest du vielleicht noch mehr? Voll. Schorsch, passen denn wirklich keine Tomaten, kein Salat und keine Gurken mehr in dein Bäuchlein rein? Schorsch kann wirklich nichts mehr essen. Schorsch, passt wirklich überhaupt nichts mehr in deinen Bauch? Schorsch ist pappsatt. Aber willst du etwa keinen Schokoladenkuchen? Schokokuchen. Oha, Schorsch scheint ja wirklich wieder mächtigen Appetit zu haben. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüpfburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Luzi. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck, ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Sylvia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden.
Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat George seinen Saurierballon. Saurier. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Fahrradfahren. Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Hui. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch! Klausi, Luzi, Luisa! Klausi Kleff, Luzi Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als erster bei dem dicken Kürbis ist? Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als erster oben ist? Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los.
Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis! Ich bin die Schnellste! Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt, wo der Kürbis kaputt ist, können wir ja einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Frühling. Es ist Frühling. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier versteckt. Und, seid ihr alle soweit? Nein, Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Ah, hallo, Herr Fuchs. Bleiben Sie auch hier? Ich kann leider nicht. Als kleiner Fuchs war ich der beste Eiersucher. Bis später, Freddy. So, sind alle bereit zum Ostereiersuchen? Ja, Opa Wutz. Ich habe ganz viele Schokoladeneier hier im Garten versteckt. Und ihr müsst sie finden. Einfach. Aber passt auf, dass ihr nicht auf meine kleinen Pflanzen tretet. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Wir sind ganz vorsichtig, Opa. Versprochen. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh ja, die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden, in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden, in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Oh, Edmund, mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Haha, ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Hat Opa die Eier gut versteckt? Nein. Wir Großen haben sie ganz schnell gefunden. Aber den Kleinen musste er helfen. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Lust, immer die Kleinen zu sein. Keine Sorge. Hier im Garten gibt es bald noch viel kleinere. Oh ja, die kleinen Babys. Das wird bestimmt aufregend. Opa hat uns eben schon von den kleinen Babypflanzen erzählt, Oma. Aber so spannend ist das nicht. Wir meinen aber gar nicht die Babypflanzen, Peppa. Oh, aber was meint ihr denn dann, Oma? Kommt, wir gucken mal nach Jessica, Vanessa, Sarah und Günther. Das sind Hühner. Ja, und die haben auch Eier. Können wir die essen? Nein, Freddy, aus diesen Eiern schlüpfen bald Küken. Oh, wir kommen gerade richtig. Die kleinen Küken sind gerade geschlüpft.
Oh, Babyküken! Die Küken sind geschlüpft. Jetzt ist es wirklich Frühling. Komm, wir spielen alle Babyküken. Piep, 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 piep. Wir sind kleine Küken, piep, piep, piep. Wir fressen, was wir finden, machen pick, pick, pick. Wir sind gelbe Wuschel, ganz süß und ganz lieb. Und wir hüpfen herum, machen piep, piep, piep. Wir sind der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo Peppa! Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Petrus auf dem Wagen. Hallo. Hallo, Petrus. Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Captain Clef und Klausi Clef. Oh, schau, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Auf, ab, auf, aber hält dich auf der Rad. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon. Ah, es ist okay, ich hab ihn. Ah, er fliegt mit mir davon. Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow, passt ja auf. Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen! Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Wartet Sie! Halt! Ich schaffe es! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön! Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval.
Opi Mümmels Bootswerft. Peppa, Schorsch und Oma Wutz wollen einen Ausflug machen mit Opa Wutz und seinem Boot. Ahoi auch, Peppa und Schorsch. Bereit zum Inseestechen. Ich bringe das Boot noch ein Stück näher ran. Pass auf, dass du nicht an den großen Stock stößt, Opa. Das ist ein Anlegepfahl. Ich stoß nicht dran. Oh. Opa, in deinem Boot ist ein großes Loch. Ach, nur ein kleiner Kratzer. Oh, Opas Boot fängt an zu sinken. Schnell, Opa Wutz, spring ab. Der Kapitän verlässt nie ein sinkendes Schiff. Das Boot von Opa Wutz ist bis auf den Grund des Flusses gesunken. Ahoi auch, Opa Wutz. Herrlicher Tag zum Schipper. Ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ich stehe grad drauf. Hoho, ist es gesunken? Tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Kleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Captain! Ei, ei, Skipper! Opa Kleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden grad mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Opi Mümmel hat eine Menge Alteisen gesammelt zum Boot reparieren. Also das ist meine Goldmine. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein U-Boot. Boah. Opi Mümmel hat ein U-Boot aus Schrott gebaut. Und das funktioniert wirklich? Pass auf! Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. Nur nicht so gut zum Wiederauftauchen. So, das ist genau, was ich gesucht habe. Das ist eine Waschmaschine. Es ist ein Ersatzteil für das Boot von Opa Wutz. Das ist es. Du reparierst mein Boot mit einem Stück Waschmaschine? Ja. Jetzt ist so gut wie neu. Hurra! Jetzt die Testfahrt. Fertig zum Stapellauf. Ei, ei. Unglaublich, es schwimmt. Überrascht dich das? Ja, normalerweise sinken sie beim ersten Versuch. Kann unsere Fahrt ja endlich mal losgehen. Was für eine großartige Idee. Das nenne ich Leben. Unterwegs mit dem Boot, allein mit dem Himmel und dem Meer. Ich kenne ein Lied über den Himmel und das Meer. Wollt ihr es hören? Nein, danke. Ja, bitte. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wer kann mir sagen, was das ist? Das ist eine Burg. Das ist richtig, Klausi. Und nun bitte ich euch, nach Hause zu gehen und für euer Bastelprojekt eine Burg zu basteln. Boah!
Ihr könnt eure Burg aus allem alten Krimskrams basteln, den ihr zu Hause habt. Pappe, Plastikflaschen, Eierkartons. Da war auch Glitzer drauf. Bitte nicht zu viel Glitzer. Er ist sonst überall. Kann ich eine große Burg bauen? Bau sie so groß, wie du magst. Ihr könnt eurer Fantasie dabei völlig freien Lauf lassen. Bei Familie Wutz ist Frühstückszeit. Mama, Papa, ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und welche, Peppa? Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay, warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf zwei Joghurtbecher und was hast du dann? Ein Karton mit zwei Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo Luzi, wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Was hältst du von diesem Turm, Peppa? Sehr gut. Aber noch etwas zu pappkartonartig. Vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Peppa. Was sagst du, Peppa? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Peppa und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hereinzubringen. Wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Peppa liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Der Luftballon von Schorsch. Peppa und Schorsch machen einen Ausflug mit Oma und Opa Wutz. Eis essen! Da ist Frau Mümmel mit ihrem Eiswagen. Lasst uns ein Eis essen! Warum nicht? Das haben wir uns verdient. Hallo zusammen! Hallo, Frau Mümmel! 4-mal Eis, bitte. Kommt sofort! Welche Sorten wollt ihr denn? Für mich Erdbeer, bitte. Für mich Schokolade, bitte. Und für mich Banane, bitte. Saurier. Hoho, ich glaube nicht, dass es hier Dinosaurier-Eis gibt. Ich glaube, Schorsch will einen Dinosaurier-Ballon. Möchtest du denn gar kein Eis essen, Schorsch? Nö.
Claudia. Hoho, was kostet dieser kleine Ballon? 10 Euro. 10 Euro? Alles für einen guten Zweck. Bitte sehr, Schorsch. Halt ihn gut fest. Lass ihn nicht los. Schorsch hat den Ballon losgelassen. Ah! Ich glaube, auf dem Rückweg halte ich lieber diesen teuren Ballon. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Peppa und Schorsch sind wieder zurück am Haus von Oma und Opa Wutz. Aber jetzt halt ihn gut fest, Schorsch. Lass ihn nicht los. Warum? Oh, Schorsch. Es gibt eben 2 Sorten Ballons. Die Raufballons und die Runterballons. Das ist ein Raufballon. Wenn du den loslässt, fliegt er rauf und rauf und rauf. Ganz hoch bis zum Mond. Mond. Opa! Oh! Gerade noch! Wir gehen besser mal rein. Sonst verlieren wir deinen Ballon noch, Schorsch. Hier im Haus ist dein Ballon in Sicherheit. Hallo, Polly. Schorsch hat einen neuen Ballon. Ballon! Mach ihn bloß nicht kaputt, Polly. Schorsch liebt seinen Ballon. Oh. Schorsch hat seinen Ballon schon wieder losgelassen. Keine Sorge, Schorsch. Dieses Mal fliegt er nicht weg. Da ist ja die Zimmerdecke. Oh, er ist durch die Tür geflogen. Und jetzt fliegt er die Treppe rauf. Er fliegt auf den Dachboden. Keine Sorge. Aus dem Dachboden kann er nicht raus. Da oben ist nur noch das Dachfenster. Und das ist ja immer geschlossen. Oh, weh. Das Dachfenster ist nicht geschlossen. Fang ihn, Opa! Kann ich nicht, Peppa. Er ist schon zu hoch. Schorsch, dein Ballon fliegt jetzt rauf bis zum Mond. Und du siehst ihn nie wieder. Papa Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Hallo, hattet ihr einen schönen Tag? Wir haben Schorsch einen Dinosaurierballon gekauft. Aber Schorsch hat ihn losgelassen und jetzt fliegt er rauf zum Mond. Den müssen wir doch irgendwie wiederkriegen. Ballon! Guckt mal, Polly Piepmatz fliegt dem Ballon hinterher. Polly Piepmatz, kommt zu Hilfe! Flieg, Polly, flieg! Polly Piepmatz hat Schorschs Ballon gerettet. Hurra! Was für eine kluge Polly. Was für eine kluge Polly. Schorsch, jetzt halt deinen Ballon aber fest. Ich hab's. Wir binden die Schnur um deinen Arm, Schorsch. Das ist eine gute Idee. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Alle lieben Schorschs Dinosaurierballon. Der Fischteich. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Wir fahren zu einem Teich, in dem kleine Fische schwimmen. Oh! Da war ich schon oft als kleiner Junge. Wir sind da! Wo ist der Fischteich? Der ist mitten im Wald. Wir müssen hinlaufen. Verirren wir uns dann wieder so wie immer? Ohoho, nein! Denk dran! Ich war schon oft hier, als kleines Schweinchen. Aber das ist schon sehr lange her, Papa Wutz. Genau, vor Urzeiten. Danke, Peppa. Also, vor Urzeiten sind wir zuerst mal einen Weg entlang gegangen. Ah, hier ist er ja. Woher weißt du das so genau? Da blühen kleine Blumen am Wegrand. Daran erinnere ich mich. Vieles verändert sich, Papa Wutz. Hoho, vieles verändert sich auch nicht. Also, jetzt geht es an ein paar kleinen Bäumen vorbei, bis wir zu einem großen kommen. Ich glaube, die kleinen Bäume sind jetzt groß. Oh ja, irgendwie sehen die alle groß aus. Woran erkennen wir dann den richtigen großen Baum? Oh! Ohoho. Normalerweise laufe ich gegen die Bäume. Mama Wutz hat den großen Baum gefunden. Schlaue Mama. Ich wusste, dass er noch da ist.
Alle Mann hier lang. Sind wir schon in der Nähe vom Fischteich, Papa? Wir sind gleich da. Aber ich habe schon ein bisschen Hunger. Kein Problem. Unterwegs gibt es ein Kaffee. Oh, herrlich. Ich hätte gern eine schöne Tasse Kaffee. Kriegen Schorsch und ich dann ein Eis, bitte? Natürlich. Alle kriegen ein schönes Eis. Das Kaffee ist ungefähr genau hier. Oh. Wo ist das Kaffee? Ist es hinter diesem ollen Holzhaufen? Ich glaube, dieser olle Holzhaufen ist das Kaffee. Oh. Na toll, das war's dann wohl für heute mit Eis und Kaffee. Hallo, was darf es denn sein? Oh. Eine Tasse Kaffee und dreimal Eis, bitte. Bitteschön. Dankeschön. Wie köstlich. Nächster Halt, der Fischteich. Hier lang. Oh, da würde ich nicht lang gehen. Da geht es mitten in eine Brombeerhecke. Papperlapapp, das ist eine Abkürzung. Die bin ich schon als kleiner Junge gegangen. Nein, wenn ihr zum Fischteich wollt, müsst ihr den Weg da entlang gehen. Also ich nehme die Abkürzung. Na gut, wer möchte denn gern durch eine Brombeerhecke laufen? Ich. Und wer geht lieber auf dem Weg? Ich! Wer zuerst da ist? Ohoho, ich bin zuerst da, Peppa. Tschüss. Ich hoffe, den Fischteich gibt es überhaupt noch. Ja, es ist alles ein bisschen anders als in Papas Erinnerung. Guck mal da. Der Fischteich, oh. Schorsch, wir suchen die kleinen Fische. Oh, Papa hat gesagt, die Fische wären klein. Aber die sind riesigantisch. Es ist schon lange her, dass Papa hier war. Die Fische sind viel größer geworden. Genau wie Papas Bauch. Oh, wo ist Papa? Oh, hat er sich verlaufen? Ich rufe ihn mal an. Da in der Hecke klingelt ein Telefon. Hallo, hier ist Herr Wutz. Das ist Papa. Oh, hallo, ich stecke fest. Hallo, Papa. Warte kurz, wir ziehen dich raus. Eins, zwei, drei, los! Papa ist ein Brombeerstrauch. Oh, der Fischteich. Wo sind denn die kleinen Fische? Boah, der ist ja riesig. Oh, guck mal, da drin glitzert was. Das sind Münzen. Als ich klein war, haben wir hier immer Münzen reingeworfen und uns was gewünscht. Können wir auch Münzen werfen? Natürlich. Ich wünsche mir, dass der Fischteich hier bleibt. Für immer. Ohoho, genau das habe ich mir als kleines Schweinchen auch gewünscht. Und dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Papierflieger. Papa Wutz packt seine Sachen für die Arbeit. Gut, jetzt habe ich alle Papiere, die ich brauche. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Mama, können wir vielleicht was basteln? Klar, was möchtet ihr denn basteln? Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst immer nur Dinosaurier, egal worum es geht. Wir könnten ein Flugzeug basteln. Schorsch liebt Flugzeuge. Können wir ein Flugzeug basteln, das richtig fliegt? Ja, wir brauchen nur ein bisschen Papier dafür. Wir wissen, wo es Papier gibt. Im Arbeitszimmer gibt es eine Menge altes Papier. Wir haben Papier. Sehr gut. Mama Wutz bastelt ein Flugzeug aus Papier. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier.
Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Ist das hier auch ein wichtiges Papier von dir, Papa? Ja, danke schön, Peppa. Und was suchen wir hier am Ententeich? Oh, ich verstehe. Danke schön, Frau Ente. Das einzige Papier, das ich jetzt noch vermisse, ist ein großer blauer Bauplan. Ist er groß und blau? So wie der Papierflieger, den du ganz weit weggeworfen hast, Papa? Dem wir dann auch noch Tschüss gesagt haben? Ja, dann muss ich wohl mal im Büro anrufen. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Hast du die Papiere gefunden? Ja, die meisten habe ich schon. Also, was wir dringend brauchen, ist der große blaue Bauplan. Das ist genau das Problem. Papa hat ihn fortgeworfen. Fortgeworfen? Und er ist geflogen und geflogen. Ah, er ist hier. Er ist gerade auf meinem Tisch gelandet. Hä? Was für eine fabelhafte Idee, einen Papierflieger daraus zu falten und ihn zu uns zu werfen. Oh, ja. Naja, ich bin so eine Art Experte, wenn es ums Werfen geht. Dankeschön, Papa Wutz. Nachdem Papa Wutz den Bauplan abgeliefert hat, kann er sich den Rest des Tages freinehmen. Ah, wunderbar. Papa, wir brauchen aber deine Zeitung. Wofür? Um Papierflieger daraus zu basteln. Parfüm. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Peppa guckt zu, was Oma Wutz an ihrem Schminktisch macht. Du riechst fein, Oma. Danke, Peppa. Das ist mein Parfum de Lavande. Das riecht so wie dein Garten. Genau, weil Parfüm aus Blumen gemacht wird. Oma, ich habe eine sehr gute Idee. Wirklich? Ja. Und dazu brauche ich Wasser. Hier ist dein Wasser. Danke. Und da tue ich jetzt nämlich Blumen rein und mache Parfüm. Das ist schön, Liebes. Aber nimm nur Blumen von der Wiese. Nicht vom Blumenbeet, okay? Okay. Hallo Blumen. Wer von euch möchte denn in mein Parfüm? Ich tue euch erstmal alle in mein Wasserglas rein. Hallo Schmetterling, das wird mein Parfüm. Und es wird das feinste und duftigste Parfüm von allen. Herrlich! Da kommt Schorsch. Vorsicht, Schorsch! Ich mache Parfüm. Willst du zugucken? Zuerst pflücke ich eine duftige Blume. Duftiger Blumenduft. Dann kommt sie in mein Wasserglas. Nein, Schorsch, da kommt doch kein Gras in mein Parfüm. Es soll ja duftigen Blumenduft haben. Riech mal. Bäh. Schorsch mag keine duftenden Blumen. Opa Wutz ist in seinem Kräutergarten. Opa, Opa, riech mal. Pui, das riecht nach Teichwasser. Das ist mein besonderes Parfüm. Ich habe es selbst gemacht mit Wiesenblumen. Oh ja, das ist wirklich das wunderbarste Parfüm der Welt. Ja. Magst du es auch, Schorsch? Nein, Schorsch mag es überhaupt nicht, wie Blumen duften. Hier ist ein Eimer, Schorsch.
Du kannst ja ein Parfüm aus was anderem machen. Ich habe eine Menge wohlriechender Sachen in meinem Kräutergarten. Das ist Rosmarin, den nehme ich gern zum Kochen. Das riecht interessant. Das ist Minze. Oh, das riecht ja sehr minzig. Und das ist Lavendel. Oh, das riecht ja genauso wie Omas Parfüm. Boah, hier riecht es aber stark nach Lavendel. Ah, Oma Wutz, du riechst fein. Danke, Opa Wutz. Oma, Oma, riech mal. Was ist das? Das ist mein Parfüm. Oh, ja. Es ist zauberhaft. Hast du auch ein Parfüm gemacht, George? Nein, Oma. George mag den Geruch von überhaupt gar nichts. Aber irgendeinen Geruch musst du doch mögen. George hat eine Matschepfütze gefunden. Ah, George, was hast du denn da? Hast du jetzt auch ein Parfüm? Ehrlich gesagt, das riecht auch ganz fein. Das riecht köstlich. Also, das ist vortrefflich. Was hast du da reingetan, George? George hat sein Parfüm aus einer Matschepfütze gemacht. Parfüm de Matschepfütz. Hui! Oma Wutz, ich finde, du riechst jetzt noch wunderbarer als vorher. Ja, du solltest öfter mal das Parfüm de Matschepfütz benutzen. Tiere der Nacht. Peppa und George übernachten heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, wo gehst du denn jetzt noch hin? Es ist Schlafenszeit. Keine Bange, Peppa. Ich gehe nur noch mal kurz in den Garten, und zwar zum Schneckensammeln. Warum? Opa mag nicht so gerne Schnecken im Garten. Die fressen nämlich sein Gemüse. Und die beste Zeit, um sie zu finden, ist nachts mit Taschenlampe. Dürfen George und ich mitkommen? Bitte. Also gut, aber nur dieses eine Mal. Zieht euch Jacken und Stiefel an. Peppa und George haben sich Jacken und Stiefel über die Schlafanzüge gezogen. Du trägst den Eimer, Peppa, und ich die Taschenlampe. Aber macht nicht so lange, Opa Wutz. Okay, Oma Wutz. Wir werfen alle Schnecken, die wir finden, in den Eimer. Ah, eine kleine Schnecke. Zwei kleine Schnecken. Was ist das? Buah. Nacktschnecken sind ekelhaft. Das sind die Hühner von Oma Wutz. Sarah, Jessica, Vanessa und Günther. Hallo Hühner. Ich muss die Hühner aber jetzt ins Bett schicken. Gute Nacht, Hühnchen. Gute Nacht, Hühnchen. Nacht, Hühnchen. Warum sind denn die ganzen Schnecken nicht auch im Bett, Opa? Sie bleiben die ganze Nacht wach und fressen dabei mein Gemüse. Manche Tiere fressen tagsüber, so wie die Hühner. Und manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, der Fuchs. Hallo, Opa Wutz. Schön die Hühner ins Bett geschickt, oder? Oh ja. Schön gemütlich im Hühnerstall. So ist recht. Also, ich muss wieder los. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, wo war ich stehen geblieben? Manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, hallo. Opa, da ist ein kleines Tierchen in deinem Eimer. Ja, das ist ein Igel. Die fressen zum Beispiel gerne Schnecken. Hallo, kleiner Igel. Oh, er rollt sich ein wie ein Ball. Ja, Peppa, Igel sind sehr scheu. Komm raus, kleiner Igel, komm. Hab keine Angst. Ich mag Igel. Die halten nämlich die Schnecken davon ab, meinen leckeren Salat zu fressen. Wiedersehen, Igel. Wiedersehen.
Gibt es hier denn noch mehr Nachttiere, Opa? Ja, es gibt Motten. Oh, die sehen aus wie Schmetterlinge. Schmetterlinge, die aber nur nachts rauskommen. Sie lieben das Lampenlicht. Wenn es weggeht, verschwinden sie. Und wenn es dann angeht, kommen sie wieder. Darf ich mal? Okay. Wiedersehen, ihr Motten. Hallo, Motten. Wiedersehen, Motten. Und wenn wir die Lampe auslassen, sehen wir noch ein Nachttier, ein ganz klitzekleines Tier. Wo? Guckt mal hoch zum Himmel. Ist das eine Sternschnuppe? Nein, das ist ein Glühwürmchen. Glüht das wirklich? Nein, Peppa, es hat einen Bauch, der leuchtet. Boah. Gibt es in deinem Garten auch Nachttiere, die groß sind, Opa? Nein. Oh, was ist das? Bestimmt ein großes Nachttier. Oho, es ist Oma Wutz. Das seid ihr ja. Oma, Oma, wir haben ganz vielen Nachttieren Hallo gesagt. Wunderbar. Aber jetzt ist es Zeit, ihnen Gute Nacht zu sagen. Gute Nacht, Nachttiere. Und es ist allerhöchste Schlafenszeit für kleine Schweinchen. Ja, Oma Wutz. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht. Die Erinnerungskapsel. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Heute werden wir eine Erinnerungskapsel füllen. Was ist eine Erinnerungskapsel? Eine Erinnerungskapsel ist etwas, das den Menschen in der Zukunft zeigt, wie wir leben. Wie? Wir füllen ausgewählte Dinge in diese Kapsel und dann vergraben wir sie im Schulgarten. Wird sie dann groß? Nein, Luzi. Sie bleibt für eine lange Zeit tief vergraben in der Erde. Oh. Nun, welche Dinge wollen wir hineintun? Ein Comic? Sehr gut, Peppa. Musik? Sehr gut, Luzi. Spielzeug. Nein. Eine Münze. Briefmarken. Eine Karotte. Oh, Luisa, du magst Karotten wirklich sehr gern. Ja. Alle diese Dinge zeigen hervorragend unser alltägliches Leben. Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. Und ich werde sicher mal Raumschiffpilot. Hallo. Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo, ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. Wundervoll. Es ist Abholzeit. Fast alle Eltern sind schon da. Mama, Papa, wir haben eine Erinnerungskapsel. Ah, Herr Wutz, Sie helfen bestimmt mit. Wir graben ein Loch. Ja, natürlich. Papa Wutz gräbt ein Loch für die Erinnerungskapsel. Fertig. Können wir sie jetzt wieder ausgraben? Oh, sie wird jetzt viele Jahre lang tief in der Erde bleiben. Oh, so lange kann ich aber nicht abwarten. Peppa, du bist genauso wie dein Papa als kleiner Junge war. Wirklich? Ja, ich erinnere mich gut, als ich seine Lehrerin war. Warst du mal seine Lehrerin? Ja, ich unterrichtete all eure Mütter und Väter. Erinnert ihr euch? Ja, danke schön. Als eure Mütter und Väter klein waren, hatten wir auch eine Erinnerungskapsel. Ja, das ist wahr. Wir vergruben sie unter einem kleinen Baum. Können wir sie ausbuddeln? Ja, ich glaube, die Stelle war irgendwo hier. Oh, der Baum war damals aber viel kleiner. Oh, das ist schon ziemlich lange her. Der Baum ist seitdem ein Stückchen gewachsen.
Ich glaube, hier ist was. Unsere alte Erinnerungskapsel. Hurra! Ich kann's kaum erwarten. Tretet zurück, Kinder. Ja, danke sehr. Was haben wir denn hier? Oh, ein alter Comic. Das war mein Lieblingscomic. Ein Flugzeug. Mein Lieblingsflugzeug. Musik. Meine Lieblingsplatte. Und eine sehr alte Karotte. Das ist meine. Eine gute Idee, Mami. Und noch ein Video von euren Eltern aus der Zeit, als sie klein waren. Oh! Und wie ist das Ferkel dort mit der Brille? Ah, das ist Papa Wutz. Oh, und das bin ich. Hallo, ihr in der Zukunft. Was für ein quiekiges Stimmchen du hattest. Bestimmt wohnt ihr jetzt alle auf dem Mond. Dummer kleiner Papa Wutz. Es macht Riesenspaß, eine Erinnerungskapsel zu füllen und eine zu finden noch viel mehr. Recyceln. Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle, so leise zu sein, wie er nur kann. Aber Herr Bulle ist nicht besonders gut im Leisesein. Peppa und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der Müllmann. Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut. Der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp. Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt, jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und Schorsch hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz! Dann geht's los! Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen, Flaschen, Zeitungen. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra! Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? All die alten, rostigen Autos recyceln. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den grünen. Stimmt, genau. Und die Dosen in den blauen. Das stimmt, Peppa. Schorsch möchte die Zeitungen recyceln. Okay, Schorsch, dann machst du die Zeitungen. So, das ist genug Recycling für heute. Ja, gehen wir nach Hause.
Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten! Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp! Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja! Ja. Unser Auto ist doch nicht alt und rostig. Wie dumm von mir. Ich liebe recyceln eben. Ja, tun wir auch. Aber wir lieben auch unser kleines Auto. Ja, und unser kleines Auto liebt uns auch, oder nicht? Das Haus von Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie besuchen Madame Gazelle. Hallo, Madame Gazelle. Hallo, alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh! Wow. Oh. Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja, aber der Baum stößt bald das Haus um. Oh ja, dann hauen wir ihn um. Oh je, mein armer Baum. Stopp! Da oben hat sich etwas im Baum bewegt. Es war bestimmt ein kleines Tier. In diesem Fall muss ich mir das anschauen. Bevor Herr Bulle den Baum fällen darf, muss er sicher gehen, dass kein Tier darin lebt. Aha! Herr Bulle hat ein Vogelnest gefunden. Nicht zu glauben. Dann nisten kleine Vögelchen in Ihrem Baum, Madame Gazelle. Darf ich die Vögelchen auch mal sehen? Okay, Peppa, dann müssen wir aber nach oben gehen. Oh, sind die aber niedlich. Ich glaube, weiter oben gibt's noch mehr zu sehen. Schaut euch das an. Sumsebienchen. Ich schau mal, wer da noch ist. Aha, schaut euch das an. Es ist eine Eule. Oh, ich glaube, ich sehe da noch etwas. Es geht weiter aufwärts. Aha! Sie haben Fledermäuse, Madame Gazelle. Ah, die habe ich sehr gern, denn sie erinnern mich so an meine alte Heimat. Und was haben wir hier? Mein Weihnachtsschmuck. Mit einer Fee. Die kleine Fee. Mit der habe ich vor all den Jahren die Baumspitze geschmückt. Das ist vielleicht ein herrlicher Baum und er ist für so viele kleine Tiere ein Zuhause. Ja, dieser Baum darf auf keinen Fall gefällt werden. Hurra! Moment, wenn der Baum bleibt, was wird denn aus meinem Haus? Naja, eines Tages wird das Haus umfallen. Aber ich brauche ein Haus zum drin wohnen. Oh! Ha, ich habe eine Idee. Wir setzen Ihr Haus einfach in den Baum. Herr Bulle, den Kran, bitte. Bin sofort da! Es ist ein Baumhaus. Ja, es ist einfach ganz wunderbar.
Ich wollte nämlich schon immer gern in einem Baumhaus wohnen. Dankeschön, alle zusammen. Hurra! Madame Gazelle liebt Baumhäuser. Alle lieben Baumhäuser. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo Peppa! Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Petrus auf dem Wagen. Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Captain Clef und Klausi Clef. Oh, schaut, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Paufer, Paufer, behält dich auf der Rad. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon. Ah, es ist okay, ich hab ihn. Ah, er fliegt mit mir davon. Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow, Bastian! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mache es eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen! Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Warten Sie! Halt! Ich schaffe es! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Das Bastelprojekt. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wer kann mir sagen, was das ist?
Das ist eine Burg. Das ist richtig, Klausi. Und nun bitte ich euch, nach Hause zu gehen und für euer Bastelprojekt eine Burg zu basteln. Boah! Ihr könnt eure Burg aus allem alten Krimskrams basteln, den ihr zu Hause habt. Pappe, Plastikflaschen, Eierkartons. Da ist auch Glitzer drauf. Bitte nicht zu viel Glitzer. Er ist sonst überall. Kann ich eine große Burg bauen? Bau sie so groß, wie du magst. Ihr könnt eurer Fantasie dabei völlig freien Lauf lassen. Bei Familie Wutz ist Frühstückszeit. Mama, Papa, ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und welche, Peppa? Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay, warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf zwei Joghurtbecher und was hast du dann? Ein Karton mit zwei Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Peppa, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo Luzi, wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Was hältst du von diesem Turm, Peppa? Sehr gut, aber noch etwas zu pappkartonartig. Vielleicht sollte ich ihn bunt anmalen. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten, Luzi. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen, Peppa. Was sagst du, Peppa? Boah, das sieht wie eine richtig echte Burg aus. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Glitzer! Mit Glitzer würde die Burg nicht mehr echt aussehen. Und außerdem, wir, haben überhaupt keinen Glitzer mehr. Peppa und ihre Freunde bringen ihre Burgen zur Spielgruppe. Oh, ein richtiger Feenpalast. Das muss aber ganz schön knifflig gewesen sein, Luzi. Nein, das war einfach. Meine Burg ist aus einem großen Pappkarton gebaut. Das ist eine sehr schöne Burg geworden. Danke, Madame Gazelle. Pedro, hast du keine Burg gebaut? Doch, habe ich. Aber sie ist zu groß, um sie hereinzubringen. Wir haben sie aus Ziegelsteinen gebaut. Ist es nicht wundervoll, wozu die Kinder in der Lage sind, wenn sie nur ihre Fantasie benutzen? Und meine Burg ist sogar so groß, dass ich darin wohnen kann. Peppa liebt Bastelprojekte. Alle lieben Bastelprojekte. Die Hühner von Oma Wutz. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Opa und Oma Wutz. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Herzchen. Wiedersehen, bis später. Wiedersehen, Mama. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüpfiges Bett. Ihr
ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz, was denn los? Hallo Peppa, hallo George. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh! Und hier sind meine Erbsen. Ah! Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein! Mein schöner Salat! Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel! Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Boah. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günther. Ist Günther ein Hühnerjunge? Ja, Peppa, er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste, kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günther tut keiner Fliege was zuleide. Er frisst die Fliegen sogar. Bäh. Und er hat auch meinen Salat gefressen. Du frisst doch nicht etwa den Salat von Opa Wutz, oder? Nicht, wenn es so leckeren Mais zu fressen gibt. Kommt, hier geht's nach Hause. Peppa, Schorsch, möchtet ihr die Hühner mit Mais füttern? Ja, bitte, Oma. Hier, bitte, ihr Hühner. Fresst nur. Oh, ihr habt ja ein Spielhaus. Das ist ein Hühnerstall. Da legen die Hühner ihre Eier. Eier? Ich sehe aber gar keine Eier. Jetzt nicht, aber bald gibt es wieder Eier. Oh! Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch bei Oma und Opa. Haben die Hühner schon ihre Eier gelegt, Oma? Vielleicht morgen früh, Peppa. Woher wissen wir, wann morgen ist? Günther wird uns wecken und jetzt schlaft mal. Gute Nacht. Es ist morgen. Das ist Günther! Vielen Dank fürs Wecken, Günther! Guten Morgen, Jessica, Sarah und Vanessa. Habt ihr für uns Eier gelegt? Eins, zwei, drei, vier. Vier Eier, Oma! Dann haben wir Eier fürs Frühstück. Dankeschön, Jessica, Sarah und Vanessa. Gekochte Eier für alle. Hurra! Sehr lecker. Oma, deine Hühner legen ja super leckere Eier. Ja, weil sie immer so leckeren Mais essen. Und auch meinen Salat. Herr Vogelscheuche. Peppa und Schorsch sind heute zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Hallo, Opa Wutz. Opelus. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Opa, was machst du denn da? Ich pflanze einen Blumengarten. Oh. Aus diesen Samen wachsen wunderschöne Blumen. Ich streue die Samenkörner auf den Boden. Dann decke ich sie mit Erde zu. Oh, wo sind sie denn? Die Samenkörner sind verschwunden. Wie merkwürdig. Ich bin sicher, dass ich hier Samen verstreut hatte. Ja, Opa, wir haben's gesehen. Tja, jetzt sind sie weg. Na gut, dann muss ich eben noch welche nehmen. Wie ich schon sagte, ich streue die Samenkörner einfach auf den Boden. Ein kleiner Vogel pickt die Samenkörner von Opa Wutz auf. Hey, lass meine Samenkörner!
Also da sind meine ganzen Samen hin. Im Bauch von dem kleinen Vogel. Und noch zwei kleine Vögel picken Opa Wutz Samenkörner auf. Oh, guck! Ah, weg da, weg da! Was ist das für ein Lärm? Oma Wutz, die Vögel picken meine ganzen Blumensamen weg. Und jetzt jagen wir die Vögel weg. Wegjagen hat keinen Zweck. Sie kommen einfach wieder. Guck. Wir brauchen eine Vogelscheuche. Was ist eine Vogelscheuche? Eine Vogelscheuche ist ein Mann aus Stroh, der den Vögeln Angst macht. Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich baue eine. Kommt alle mit! Wiedersehen, kleine Vögel. Wir bauen eine Vogelscheuche. Das ist Opa Wutz Gartenschuppen. Hier drin gibt es eine Menge Sachen, um eine Vogelscheuche zu bauen. Zuerst brauchen wir zwei Stöcke und etwas Kordel. Das besorgen wir. Peppa hat zwei Stöcke gefunden. Schorsch hat etwas Kordel gefunden. Gut, ich binde die Stöcke zusammen. Das wird der Körper. Oma Wutz hat etwas Stroh gefunden und einen alten Sack. Großartig. Ich steck das Stroh in den Sack. Das wird der Kopf. Jetzt braucht die Vogelscheuche was zum Anziehen. Hier ist eine Tasche mit alten Kleidern. Oh! Schorsch hat ein Kleid gefunden. Dummer Schorsch. Herr Vogelscheuche zieht doch kein Kleid an. Peppa hat einen Mantel gefunden. Sehr gut, Peppa. Schorsch hat einen Hut gefunden. Sehr gut, Schorsch. Herr Vogelscheuche braucht ein Gesicht. Das stimmt. Willst du mit Schorsch ein Gesicht für ihn malen? Ja, bitte. Schorsch malt die Augen und die Nase. Peppa malt den Mund. Fantastisch! Herr Vogelscheuche ist fertig. Hurra! Die kleinen Vögel suchen nach Opa Wutz Blumensamen. Guck, die kleinen Vögel sind wieder da. Keine Sorge, Peppa. Herr Vogelscheuche wird sie verscheuchen. Es funktioniert. Herr Vogelscheuche hat die Vögel verscheucht. Hurra! Gut, jetzt werden meine Blumensamen nicht mehr gefressen. Oh, Opa, die kleinen Vögel sehen sehr traurig aus. Ja, sie haben sicher Hunger. Dafür habe ich das hier. Was ist das, Oma? Eine Futterstation. Opa, gibst du mir bitte was von den Samen? Kommt ihr Vögelchen, Essenszeit. Jetzt haben die Vögel ihre eigenen Samen. Hurra, die kleinen Vögel sind wieder glücklich. Peppa ist froh, dass Opas Blumensamen nicht gefressen werden. Aber noch froher ist sie, dass die kleinen Vögel auch etwas zu fressen haben. Omas und Opas Speicher. Peppa und Schorsch spielen heute bei Oma und Opa. Hallo, Opa Wutz. Opa Lutz. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Wiedersehen. Bis später. Bis später. Wo ist Oma Wutz? Hallo, meine Liebchen. Das war die Stimme von Oma Wutz, aber wo ist sie? Oma Wutz. Hier bin ich. Oma Wutz. Oma Lutz. Warum ist Oma im Dach? Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha! Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und Schorsch helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch?
Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los, Peppa und George, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und George abzuholen. Hallo? Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? Hallo? Wir tanzen gerade zu Omas und Opas Lieblingsplatte. Ja, Oma und Opa haben sie früher immer gehört. Oh, und diese Platte habe ich als kleines Schweinchen immer gehört. Was ist das? Sie heißt Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Nicht Vöglein, Vöglein, Wuff, Wuff. Die hast du immer gehört. Ich dachte, die hätten wir längst weggeworfen. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Nochmal, nochmal. Die Vöglein machen Wuff, die Hunde machen Piep. Wuff, Piep, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Die Schafe machen Mu, die Kühe machen Mäh. Mu, Mäh, Wuff, Piep, Mu, Mäh, Wuff, Piep, Wuff, Wuff, Wuff. Das war lustig. Aber wir wollten doch etwas finden, was wir wegschmeißen können. Peppa, was sollen wir wegschmeißen und was behalten? Ich finde, ihr sollt alles behalten. Seifenblasen. Peppa und George trinken Limonade. Ihr kleinen, lauten Schweinchen. George, guck mal, die ganzen kleinen Blasen. Ich kann noch größere Blasen machen. Peppa bläst lauter Blasen in ihre Limonade. Blasen. George will auch Blasen machen. Peppa, George, ihr sollt nicht mit dem Essen spielen. Tut mir leid, Papa. Peppa, wenn ihr Blasen mögt, dann spielt doch einfach mit Seifenblasen. Ja, meine Seifenblasen. George, komm, wir machen Seifenblasen im Garten. Peppa zeigt George, wie man Seifenblasen macht. Erst steckst du den Stiel in die Seife. Dann holst du tief Luft und pustest. Blase! George, jetzt bist du dran. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch, hol tief Luft und puste. George versucht sein Bestes, bis er ganz aus der Puste ist. Hatschi! George, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie George Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Blasen! Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich!
Schorsch macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen. Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama! Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa. Ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und George, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Oh, Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach! Kommt alle mit! Pass auf, Papa Wutz! Nicht, dass du hinfällst! Mir passiert schon nichts! Oh. Oh. Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles in Ordnung! Ah. Papa Wutz hat eine riesengroße Seifenblase gemacht. Auweia, ich habe die ganze Seifenlauge verschüttet. Jetzt können wir keine Seifenblasen mehr machen. Aber jetzt können wir in Matschepfützen herumspringen, oder? Papa Wutz Seifenblasen haben eine große Matschepfütze gemacht. Hurra! Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Guck mal, die Seifenblasen haben die Pfütze ganz blasig gemacht. Peppa liebt es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Der Komposthaufen. Papa Wutz kocht eine Gemüsesuppe zum Mittagessen. Papa, kann ich dir helfen? Dankeschön, Peppa. Du kannst gerne die Gemüseschalen hier wegräumen. Na klar! Halt, Peppa! Die Gemüseschalen kommen nicht in den normalen Mülleimer. Sie gehören in diesen braunen hier. Oh, Nana! Richtig, Schorsch. Das ist eine Bananenschale. Und hier sind auch noch Reste von Zwiebeln, Karotten und allerlei anderem Gemüse drin. Oma und Opa werden begeistert sein. Essen Oma und Opa Wutz denn wirklich so gerne Kartoffelschalen? Nein, Peppa. Die sind für Opas Garten. Sie helfen den Pflanzen beim Wachsen. Oh. Wir können sie ihnen ja nach dem Essen vorbeibringen. Au, yippie. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bringen die Gemüsereste zu Oma und Opa Wutz. Wir sind da. Hurra! Opa Wutz! Appellus! Wir haben dir ein besonderes Geschenk mitgebracht. Ah, prächtige Gemüsereste. Fantastisch. Mein Garten wird sich darüber freuen. Gibst du deinem Garten wirklich Gemüse zu essen? Hoho, nein, Peppa. Diese Gemüsereste sind doch für meinen Komposthaufen. Was ist das? Ich zeige ihn dir. Hier ist er. Das ist ein Holzkasten. Ja, Peppa. Aber es ist ein ganz besonders schlauer Holzkasten. Ich schütte die Gemüsereste hier oben rein. Und wenn ich hier unten aufmache, kommt wunderbare Erde raus. Die heißt Kompost. Wie funktioniert denn das? Ist das ein Zauberkasten? Hoho, nein, Peppa. Ich habe ein paar kleine Freunde und die helfen ihm dabei. Wo denn? Hier drin. Guck mal. Ah, wabbelige Würmer. Wabbel, wabbel. Die Würmer verwandeln all die Gemüsereste zu Kompost. Opa, können wir dir noch mehr wabbelige Würmer für deinen Kompost bringen? Das ist eine gute Idee. Komm, Schorsch, wir suchen jetzt noch mehr wabbelige Würmer. Ein wabbeliger Wurm. Wabbel, wabbel. Hallo, Wabbelwurm. Hallo, Schwabbelwurm. Du wabbelst da rum,
Das ist gar nicht dumm, du Wabbelwurm. Sehr schön. Sei ein braver, wabbeliger Wurm und verwandle das alles in Kompost. Dann kann ich jetzt mit dem Kompost einen... Ich weiß. Du pflanzt einen Samen ein, tust ganz viel Kompost drauf und dann wächst daraus ein riesiger Baum. Ja, Peppa. Ah, da fällt mir ein, wir könnten jetzt alle mal Oma Wutz helfen. Sie sammelt Obst im Obstgarten. Was ist ein Obstgarten? Das ist ein Garten voller Obstbäume. Den gab es schon, als ich ein kleines Schweinchen war. Hallo, Oma Wutz. Oma Los. Wollt ihr mir beim Äpfelsammeln helfen? Ja, Oma. Oh, die Äpfel hängen ja viel zu weit oben. Keine Sorge, Peppa. Oma und Opa haben nämlich einen kleinen Trick fürs Äpfelsammeln. Alle mal herkommen und den Baum gut festhalten. Wir zählen bis drei und dann schütteln wir alle so fest, wie wir können. Eins, zwei, drei. Es regnet Äpfel. Oh. Oma, dürfen wir jetzt bitte einen Apfel essen? Aber sicher, Peppa. Wie lecker. Und was glaubt ihr, was machen wir jetzt wohl mit dem Kerngehäuse? Wabbel, wabbel. Das ist richtig. Die Apfelreste kommen in den Kompost für die Würmer. Schlauer Schorsch. Und die Wabbelwürmer sind auch schlau.